Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2 und wir werden gar nicht lange fackeln, sondern laufen direkt weiter. In der letzten Folge haben wir uns in den Sumpf geschlagen, schon ein paar Leute getroffen und ein wenig die Lage sondiert und wir werden uns jetzt ein wenig weiter herumfragen. Denn hier scheint es ein paar interessante Persönlichkeiten zu geben. Ein gewisser Esteban, der dafür verantwortlich ist, dass ein gewisser Juan, glaube ich, Angus und Hank getötet hat und ein gewisser Franco, der dafür zuständig ist, Leute ins Lager zu lassen oder eben auch nicht. Und mit diesem möchte ich auf jeden Fall zunächst einmal reden. Denn das ist für uns natürlich das Interessanteste, denn wir wollen da rein. Und dafür laufen wir jetzt hier ein wenig mal näher ran und schauen mal, wen wir hier so finden. Hier haben wir zwei Banditen. Die helfen uns nicht viel. Hier kann ich auch wieder nichts braten. Da brauche ich echt die Pfanne auf dem Feuer. Naja. Hey, was willst du hier? Willst du ins Lager? Ja, ich bin... Interessiert mich nicht, wer du bist. Ich bin Franco, ich bin hier der Anführer. Also, wenn du hier draußen einen guten Job machst, bringe ich dich ins Lager. Ramon, der Torwächter, wird dir sagen, ob sie im Lager neue Leute brauchen. Sprich mit ihm. Genau das habe ich auch gesagt. Hier kann man sowas nicht. Okay. Schick mich jetzt rein, sage ich gleich mal. Hier haben wir nur Banditen. Okay. Also Franco steht hier draußen, er ist nicht der Wächter, aber er entscheidet... Kann ich hier denn was machen? Der Kessel ist zu weit entfernt. Womit denn? Und mir fehlt der entsprechende Gegenstand. Okay. Da. Seht das? Genau das. Alles im Garten wie der Hasen. Ich war ganz allein. War seine Entscheidung. Der muss einfach mehr trainieren. Das funktioniert anscheinend genauso wie die Mechanik beim Schmieden. Einmal kurz ran. Schnell wieder weg. Und schon habe ich gebraten. Wir werden mal schauen. Wir haben jetzt 10 gebratenes Fleisch. Einmal kurz ran, einmal weg. Einmal kurz ran, einmal weg. Das werde ich jetzt natürlich nicht ewig machen. Ich werde nicht alles braten. Das waren jetzt 3. Das waren 4. Und das sollten 5 gewesen sein. Genau, jetzt haben wir 15 gebratenes Fleisch. So muss das laufen, so sollte es sein. Sehr, sehr gut. Also hier können wir auch unser Fleisch... braten. Schade finde ich, ich habe immer noch keinen Teleportstein gefunden. Das könnte aber in den Sümpfen irgendwo sein. So, ich habe gerade gespeichert, ne? Sollte ich eigentlich. Ich mach's nochmal. Schick mich jetzt rein. Und was, wenn ich Nein sage? Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Dann warte ich eben noch ein bisschen. Genau. Genau das habe ich auch. Meine Meinung also, hey, du! Gut, das kann ich auch so sagen. Aber mich mit dem Prügeln wäre, glaube ich, nicht zielführend. Da muss ich nochmal ein bisschen in die Quests reinschauen, aber ich nehme mal an. Hey, was willst du? Kann mir nicht vorstellen, dass du eine Erlaubnis fürs Lager hast. Franco schickt mich. Er will wissen, ob jemand im Lager gebraucht wird. Ja, wir brauchen jemanden. Gestern hat wieder einer von den Kerlen den Löffel abgegeben. Dieser Idiot hat sich mit Esteban angelegt. Wer ist Esteban? Der Anführer des unteren Lagers. Er entscheidet, wer in die Mine kommt. Also sagt Franco, dass Taurus nach einem neuen Mann verlangt. Alles klar? Ja, das ist, Taurus ist anscheinend auch aus Teil 1 bekannt. Wie gesagt, ich habe Teil 1 leider noch nicht gespielt, aber mir ist bekannt, dass er bekannt ist. Taurus? Der Taurus? Ja, der Taurus. Der Mann, der die neuen Leute anfordert. Der Mann, der entscheidet, ob und wann ein neuer Typ aus dem Sumpf ins Lager kommt. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du ihn von früher kennst. Naja, ja. Pass auf, jeder kennt Taurus. Trotzdem kommst du nicht rein und ich werde ihm nichts ausrichten. Macht nichts. So, die Sache ist die. Taurus kam, glaube ich, auch in Gothic 3 noch vor. Der stand vor irgendeiner Stadt und der war super begeistert, uns zu sehen. Naja, so, okay. Hey, langsam, du kommst nicht rein, also verschwinde. Oh, ich wollte aber noch das mit dem Ich bin der neue Mann sagen. Hey, langsam, du... Da. Ich bin der neue Mann. Hey, versuch nicht, mich zu verarschen. Es entscheidet immer noch Franco, wer von euch ins Lager kommt. Das war keine große Sache. Und? Hast du alles im Griff? Hier ist alles in Ordnung. Solange niemand rein will, der nicht rein soll. Franco hat mich geschickt. Hat er nicht. Also verschwinde, sonst breche ich dir die Knochen. Ja, ich glaube, wir müssen schon auf ehrliche Weise hier reinkommen. Kriegen wir jetzt Ärger mit Franco? Hey!
Ich werde mich dann. Darf ich ihm das sagen? Ich lasse das erstmal sein. Oder? Ich mache noch einen Spielstand. Komm, was soll's. Ich möchte es ausprobieren, was dann passiert. Ich weiß halt nicht, ob ich ihm das sagen sollte. Torus braucht einen neuen Mann. Gut, ich werde mich darum kümmern. Moment, was ist mit mir? Du hast noch nichts geleistet. Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Okay. Du willst eine Chance. Du kriegst eine Chance. Schwing deinen Hintern zu Logan. Sinnfall rücken ihm zu sehr auf die Pelle. Hilf ihm mit den Viechern fertig zu werden, dann bist du schon so gut wie im Lager. Glaubst du wirklich? Was ich interessant finde, weil Logan sagt, aber ich will doch. Und er ist schon ein bisschen länger hier. Und es gibt andere Leute, die schon lange darauf warten, wie es aussieht. Also wenn das ausreicht, mit Logan die Sumpfhaie zu jagen, das wäre dann schon ziemlich... Aber Moment, das möchte ich noch gar nicht machen. Ich möchte erst einmal in die andere Richtung laufen, denn ich nehme mal an, dass dieser Teleportsteinbums nicht direkt bei den Menschen ist, weil ich glaube, nur die Wassermagier verstehen etwas davon. Und deswegen glaube ich, dass das sonst eher irgendwo im Sumpf ist. Beziehungsweise aber auch nicht weit weg. Deswegen vermute ich hier. Und ich meine auch irgendwas im Kopf zu haben, dass das bei so einem Gebäude ist. Und das Gebäude sehe ich jetzt gerade hier. Also ein Gebäude sehe ich gerade hier. Nicht unbedingt das Gebäude, aber... Also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es hier ist. Achso, hier ist noch ein Typ. Edgar. Aber, nee, in dem Gebäude ist es wahrscheinlich nicht. Ich höre doch was. Na, ob ich das überlebe, weiß ich aber noch nicht. Dass mich ein Goblin kriege. Na komm. Okay, den kriegen wir aber hin. Müssen wir nur noch den hier kaputt machen. So, dann schnell alles einsammeln. Haben wir so ein rostiges Schwert von dem Ding bekommen. Von dem Viech. Ein Ding ist es nun wirklich nicht. Es ist nur ein Viech. Okay. Dann werden wir auch da noch einmal speichern. Ich mache wieder sehr viel Speicherstände, ich weiß. Wir haben auch wieder keinen Dietrich mehr. Doch, anscheinend schon. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Jetzt habe ich keinen mehr. Okay, genau, so war das. Heißt, wir machen mal eben unseren Trick, solange wir den einen Dietrich haben. Was war das? Ach, eine Sumpfgasdrohne. So. Okay, das war dann richtig, das ist gut. Dann haben wir das auch. Okay, ich war nur gerade, das Summen hat mich irritiert von der Drohne. Nicht, dass die hinter uns her ist, weil das werden wir wahrscheinlich nicht überleben. Ein bisschen Schaden wird die auch machen. Upsa. Ach komm, hallo. Reden wir mal mit Edgar und schauen, ob der weiß, ob wo unser Teleportstein-Dings ist. Das wäre nämlich mir nämlich noch wichtig, dass ich ein bisschen auch wieder hin und her komme, wisst ihr? Hi. Wie läuft's? Du willst wissen, wie es läuft? Ich sag dir, wie es läuft. Zuerst haben mich irgendwelche Piraten in stürmischer Nacht hergebracht. Mann, ich hab die ganze Nussschale vollgekotzt. Dann lässt Raven die Mine absperren, weil irgendwelche Idioten zu gierig auf das Gold sind. Und dann wird Franco Anführer der Jäger und bringt jeden um, der dagegen ist. Ich würde sagen, es läuft ziemlich mies. Okay. Wie ist Franco zum Anführer geworden? Ganz einfach. Er hat Fletcher umgelegt. Der war vorher Anführer der Jäger. Fletcher war okay. Franco verarscht uns doch alle nur. Kannst du mir was beibringen? Ich kenne mich mit Blutfliegen aus. Ich hasse diese miesen Biester noch mehr als Franco. Aber ich weiß, wie ich ihren toten Körpern die Stacheln und Flügel entreißen kann. Ja, entreißen. Außerdem weiß ich, wie man das Sekret aus dem Stachel entfernt.
Wenn du willst, kann ich dir den ganzen Kram beibringen. Umsonst ist hier draußen allerdings nichts. Na gut, das ist mir ja Wurst. Weil Lernpunkte technisch habe ich eher das Problem als geldtechnisch. So, aber ich habe gespeichert. Das ist ein Kinderspiel. Der musste gähnen und deswegen hat sich der Dialog auf. Okay. Na gut, es war jetzt nicht viel Erfahrung, aber besser ein wenig Erfahrung als keine. So, und jetzt will ich immer noch wissen, da drüben ist auch noch was. Das könnte auch da drüben sein. Euch hatte ich, aber ich habe die Pilze hier nicht mitgenommen. Und jetzt gehen wir einfach mal ganz frech darüber. Ach, das ist eine Drohne. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Egal. Da ist eine Blutfliege. Ich gehe jetzt einfach schauen, ob sich das lohnt, das hier freizuräumen, wisst ihr? Ja, lohnt sich. Guck. Da ist der Dings. So. Und hier oben. Ich gehe jetzt einfach mal schauen, ne? Haben wir noch einen Goblin. Noch mehr Goblins. Sumpfratten anscheinend. Also hier können wir ein bisschen was aufzuräumen, aber dann kriegen wir hier einen Teleportpunkt. Ist natürlich nicht schlecht. Wollt ihr mir sagen, dass ich da gerade einfach so durchgelaufen bin und keins dieser Viecher mich getötet hat? Ja, wisst ihr was? So, den speichere ich. Ich mache wieder 9. Was war das? Achso, eine Feuernessel. Und dann machen wir eben hier den Tranknehmer mit. Und dann nehmen wir hier den Feldknödrich mit. Und dann setzen wir einen Fokusstein auf den Sockel. Und dann laufen wir einfach hier rein. Putz. Und dann reden wir mit Medarion. Warte mal. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Bisschen Gold, bisschen Erfahrung, ist das nicht super? So, und vor allen Dingen, ihr könnt jetzt einfach mal eben heilen gehen, gehen dann zurück und können dann quasi umgekehrt den Weg sauber machen. Also, dass das funktioniert, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber will mich mal nicht beschweren, dass es funktioniert, ne? So, also damit sind wir wieder hier. Die Wassermagier, die interessiert zum Glück unsere Rüstung nicht, die kennen uns. Und die wissen, dass ich diese Rüstung habe. Warum, weiß ich nicht, aber sie haben sich gedacht, ey, er hat sie besorgt, coole Sache, Mann. Und deswegen greifen die mich nicht an. Ich nehme an, die Piraten werden es auch nicht tun, aber ich weiß nicht, ob ich damit zum Beispiel in Korinnes auftauchen sollte. Könnte sein, dass die mich dann wirklich angreifen. Zack, bumm. Sumpf. Na komm. So, das war ja jetzt nicht so schwer. Die Sumpfgasdrohne hätte ich aber gerne mal weg. Hallo, kann ich dich auch treffen? Lass mich doch hier nicht verarschen. So, da hinten ist noch ein Sumpfhai. Da oben haben wir noch irgendwelche Sumpfratten etc., aber die sind mir für den Weg zurück hier egal. Ich wollte ja nur, dass der Teleporterpunkt da freigeräumt ist, so ein bisschen. Da können wir später noch ein bisschen jagen gehen. Wie sieht's erfahrungstechnisch aus? Ja, 3350. Sind's noch... Bandit und Edgar, der Blutfliegenexperte, aber hat man hier nicht ein Bett? Mensch, bin ich? Hier ist keins. Ne, dann haben wir hier keins. Ich hätte schwören können, ich hab... Oder war das Bett noch eine Station weiter?
Ich glaube ja, das, also ein Bett war auf jeden Fall bei Tom und Logan. Noch mehr Zeug. Sammeln wir mal gerade. Da drüben ist aber irgendwo ein Sumpfhai, so viel weiß ich. Oh, da ist nicht nur einer. Ja, dann machen wir das hier später. Merkt euch das bitte mit. Dann machen wir das später. So, jetzt bin ich verwirrt. Hier in die Richtung. Aber im Lager ist ja auf jeden Fall ein Bett, spätestens. Also von daher. Da drüben könnt ihr auch einfach wahrscheinlich hinlaufen. Ach ja, genau. Hier kommen wir zum Eingang wieder. Ach, interessanterweise, das hier war tatsächlich der Goblin war und dahinter war dann doch wieder ein Bandit. Na, die werden wahrscheinlich dann einfach durch den Sumpf gegangen sein und den Goblin ignoriert haben. Obwohl der Steg hier lang führt. Interessant, interessant. Hochgradig interessant das alles. So, aber dann gehen wir erst einmal zu Logan. Würde ich sagen. Und helfen ihm mit den Sumpfhaien. Da das so wie es klingt, ist es halt so. Yo, wir haben wieder einen, der für uns die Arbeit macht. Und wir kommen dafür ins Lager. Er wird uns nicht mögen. Aber ich muss mal die Quests dann hier lesen, die hier in so einem Banditenlager sind. Damit ich so auch grob weiß, was hier abgeht. Und worauf man vielleicht achten sollte. Das wäre ja wahrscheinlich auch nicht schlecht. Naja, okay. Also, Sumpfhaie töten. Der hat einen Bogen, das heißt, der wird damit viel machen. Wir werden es mit dem Degen einfach versuchen. Vielleicht trackt der auch mit, wie viele wir davon tatsächlich töten. Sonst sagt der auch sowas wie Alligator Jack. Lass uns die Sumpfhaie angreifen. Du hast begriffen, wie du hier weiterkommst. Gefällt mir. Psst. Hörst du das? Ja, ich höre sie. Verstehe. Und was machen wir jetzt? Sie kommen. Sie haben Appetit auf ein Happen Menschenfleisch. Wollen wir doch mal sehen, wer hier wen fressen wird. Auf geht's. Die sind da gerade mal gespawnt dann. Magst du die auch angreifen, Logan? Weil die machen verdammt viel Schaden. Ich treffe nicht mal. Und ich krieg die Erfahrung mit, wenn er das macht. Habe ich denn noch Magie? Ja. Das war jetzt ich. Sehr schön. Da ist nichts zu holen. Okay. Oh, der steckt aber auch ordentlich was ein, wa? Hey, du. Nur tote Sumpfhaie sind gute Sumpfhaie. Das wird ihren Brüdern eine Warnung sein. Alles klar, gibt's noch was zu tun? Sonst hau ich mal wieder ab. Mach das! Wenn du noch was lernen willst, du weißt, wo du mich finden kannst. Das war's schon? Ich hatte mir das irgendwie spannender vorgestellt. Naja, also wir haben aber das Problem, da unten sind natürlich trotzdem weiter Viecher. Und anscheinend ist da oben aber ein Herrenhaus oder ein Tempel oder so etwas. Das heißt, da werden wir uns auch dann mal hinschlagen müssen. Oh, wir haben noch so viel zu tun. Eieieiei. Vor allem in Corinis haben wir dann auch noch ganz viel zu tun. Das ist ja nur Add-on alles hier gerade. Also kann sich, glaube ich, über den Content wirklich nicht beschweren, weil ich finde, das ist schon einiges, was wir hier zu tun kriegen. Eieieiei. Dann würde ich aber jetzt mal gerne mit Franco reden und gucken, was er jetzt sagt, ob wir noch was anderes für ihn zu tun haben, weil das wäre sonst schon irgendwo unfair, finde ich. So, yo, ich bin hier. Yo, ich habe mal ein paar Sumpfhaie getötet mit meinem Bro und der Bro wartet schon viel länger drauf, dass er hier reinkommt, hat das gleiche geleistet wie ich und davor wahrscheinlich noch mehr und ich komme rein. Wäre irgendwo unfair, finde ich. In dem Fall wäre es mir vielleicht sogar egal, aber... Fragen kostet ja nichts, ne? Das habe ich früher auch immer gesagt. Ich habe Logan geholfen. Okay, du hast gegen die Sumpfhaie gekämpft. Du bist zu gebrauchen, zumindest mehr als die meisten Typen hier. Wie sieht's aus mit Gold? Was? Kriege ich auch was für meine Arbeit hier im Sumpf? Du willst Gold?
klar, wie viel willst du? 50 Goldbrocken? 100? Ich gebe dir so viel Gold, wie du tragen kannst. Was glaubst du, wer du bist? Willst du mich verarschen? Jetzt schieb ab und tu was! Sonst gibt's nicht mal einen Goldkrümel für dich! Okay. Also, kann ich jetzt ins Lager? Pass auf, es gibt nur noch eine Sache, für die ich dich brauche. Vor ein paar Tagen habe ich Edgar in den Sumpf geschickt. Er sollte mir eine alte Steintafel besorgen. Aber seitdem hat er sich nicht mehr blicken lassen. Sieh nach, was er treibt und bring mir diese verdammte Steintafel. Okay, also wo Edgar ist, weiß ich. Und dann werde ich mal, wie gesagt, ein bisschen den Quests lesen, ob man ihn nicht am Ende sowieso verprügeln muss. Aber dann können wir zumindest die ganzen Quests mitnehmen. Schauen wir alles mal. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Ich habe gerade gespeichert, oder? Ich habe ein Gedächtnis manchmal. Doch, es müsste jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Gothic 2 wieder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.